meine Lieben, ich bin's wieder, eure Anja von Feragen und ich möchte euch heute die wichtigsten Fragen rund um das Thema Screening-Untersuchungen beantworten. Der Unterschied zwischen einer Einzeluntersuchung wie beispielsweise dem MDR1-Test für die Medikamentenunverträglichkeit und einem genetischen Screening wie dem Dog-Check für den Hund oder dem Cat-Check für die Katze liegt im Umfang der Analysen. Bei einem Einzeltest wird, wie der Name schon sagt, nur ein einzelnes genetisches Merkmal untersucht. Der Cat-Check oder der Dog-Check hingegen umfassen zwischen 75 und 250 genetische Analysen und inkludieren Erkrankungen, Fellfarben, Fellbeschaffenheiten und Körpermerkmale. Man bekommt somit einen recht guten Überblick über Erkrankungen und Merkmale der eigenen Rasse, aber auch bekannte Erkrankungen von mehr als 350 Rassen. Lange Rede, kurzer Sinn, man testet ein Tier mit diesen Untersuchungen auf so viele genetische Merkmale wie möglich. Ja. Alle unsere Screening-Untersuchungen werden in rasserelevante Erkrankungen, also Erkrankungen, die nachweislich von Rassen bekannt sind, und allgemeine Erkrankungen und Merkmale gegliedert. Wir von Feragen bieten für Hunde zwei unterschiedliche Screening-Verfahren, die einen unterschiedlichen Umfang haben, an. In der kleinen Version, dem Dog-Check 2.1, sind weniger Erkrankungen und abhängig von der Rasse auch weniger rasserelevante Erkrankungen inkludiert als beispielsweise im Dog-Check 3.0. Details und eine genaue Gegenüberstellung, welche Analysen in welcher der Versionen inkludiert sind, findet ihr in der Infobox zum Video bzw. unter dem hier eingeblendeten Link. Grundsätzlich gibt es aber nahezu für jede Rasse zahlreiche rasserelevante Untersuchungen, die mit beiden Versionen des Dog-Checks abgedeckt werden. Das ist eine absolut gerechtfertigte Frage, die wir auch immer wieder gestellt bekommen. Screening-Verfahren sind einerseits nicht nur eine günstige Alternative, um möglichst viele rasserelevante Untersuchungen, die Züchter sowieso machen müssen, zu bekommen. Sie können auch als eine Art genetische Vorsorge gesehen werden, sowohl für Züchter wie auch für Clubs. Beispielsweise lässt sich mit diesen Testungen herausfinden, ob es in einer Rasse genetische Erkrankungen gibt, die bis dato gar nicht bekannt waren. Dies äußert sich meist dahingehend, dass immer wieder Träger dieser Erkrankungen zu finden sind. Möglichst früh zu erkennen, dass es Träger von genetischen Erkrankungen in einer Rasse gibt, die man bis dato so nicht am Schirm hatte, hat viele Vorteile. Handelt es sich um eine Erkrankung, von der man weiß, dass sie sich nicht nur auf eine Rasse beschränkt, sondern in vielen unterschiedlichen Rassen zu finden ist und dort auch gesundheitliche Probleme verursacht, kann man davon ausgehen, dass die Erkrankung mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch in der eigenen Rasse zu Problemen führen kann. So weit muss es aber gar nicht erst kommen. Ist nämlich ein Hund Träger einer solchen neuen Erkrankung, so kann mit diesem Wissen ein Zuchtpartner gewählt werden, der frei für diese Erkrankung ist. Unabhängig davon, ob man zu diesem Zeitpunkt sagen kann, ob die Erkrankung tatsächlich Symptome verursachen wird oder nicht, kann man der Gefahr, kranke Welpen zu züchten, von vornherein aus dem Weg gehen. Das Wissen um potenziell neue Erkrankungen in der eigenen Rasse hat natürlich einen riesigen Vorteil. Man kann frühzeitig reagieren und die Erkrankung verbreitet sich nicht ungesehen. Das heißt, Zuchtentscheidungen können so ohne großen Einschnitt in die genetische Diversität getroffen werden. Sollte dann tatsächlich ein Hund oder Hunde auftauchen, die symptomatisch zu dieser Erkrankung passen würden, kann man mit einer Testung schnell Rückschlüsse ziehen, ob diese spezielle Mutation dafür auch wirklich verantwortlich ist.
Das ist eine Sorge, die ganz viele Hundebesitzer und Züchter teilen, die meines Erachtens aber völlig unbegründet ist. Nur weil 250 Erkrankungen untersucht werden, ist ein Hund nur selten Träger von mehreren Erkrankungen anderer Rassen. Zeigt ein getestetes Tier keine Auffälligkeiten für rassefremde Erkrankungen, so ist das auch eine wichtige Aussage. In diesem Fall kann man davon ausgehen, dass all jene Erkrankungen basierend auf den genetischen Mutationen, die getestet wurden, für den Hund keine Gefahr darstellen werden. In manchen Fällen und in manchen Rassen kann man für einzelne Erkrankungen aber tatsächlich Träger finden. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass hier etwas im Busch ist, was man im Zuge der Zucht wirklich gut beobachten sollte. Screening-Untersuchungen sind deswegen so günstig, weil die für die Testung eingesetzte Methode darauf ausgelegt ist, Proben von sehr vielen Hunden auf viele genetische Merkmale zu untersuchen. Das heißt, in der Regel wird nicht eine Probe analysiert, sondern Proben von zahlreichen Hunden, wodurch auch der Arbeitsaufwand deutlich reduziert wird. Es kann vorkommen, dass einzelne Merkmale im Zuge der Untersuchung zu keinem Ergebnis führen. In diesem Fall werden diese Merkmale aber auch nicht nachgetestet, sondern in den Ergebnissen entsprechend dargestellt. Um aber die Qualität sicherstellen zu können, darf nur eine gewisse Anzahl von Analysen ausfallen. Sollte diese dennoch überschritten werden, bitten wir den Probeneinsender um neues Material, damit auch wirklich die gesamte Untersuchung wiederholt werden kann. Denn meist ist die Probenqualität ein ausschlaggebendes Kriterium dafür. Diese Testungen eignen sich für Mischlingshunde besonders gut, weil genetische Erkrankungen und Merkmale von mehr als 350 verschiedenen Rassen getestet werden. Gerade wenn nicht klar ist, welche Rasse in einem Mischling steckt oder welche Rassen in einem Mischling stecken, macht es wenig Sinn, Erkrankungen zu untersuchen, die beispielsweise die Rasse Labrador betreffen. Wer weiß, ob überhaupt ein Labrador in diesem Hund steckt. Mit Screening-Untersuchungen deckt man ein breites Spektrum an Erkrankungen ab. Und eines wissen wir aus zahlreichen Untersuchungen, auch wenn Mischlinge im Vergleich zu bestimmten Rassen wesentlich weniger häufig genetische Erkrankungen zeigen, wissen wir, es gibt sie auch in den Mischlingen. In der Regel liegt die Testdauer bei ca. 2 Wochen. Dies ist aber auch ein bisschen davon abhängig, wie gut das eingesendete Probenmaterial ist. Das heißt, bei einer Blutprobe kann die Bearbeitungszeit in der Regel sehr gut eingehalten werden. Bei Schleimhautabstrichen kann es gerade bei wenig Probenmaterial oder bei einer schlechten Qualität zu Verzögerungen kommen. Daher ist es immer besonders wichtig, bei der Probenentnahme die Anleitung genau einzuhalten. So, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch eure Fragen zum Thema Screening-Untersuchungen ausreichend beantworten. Solltet ihr dennoch Fragen haben, stehen wir euch wie gewohnt gerne unter unseren Kontaktdaten zur Verfügung. Die findet ihr in der Infobox zum Video. Dort findet ihr auch noch weitere informative Links. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Anja von Fairer Gehen.